Stay tuned. Hallo liebe GOBs und herzlich willkommen zu den ersten GOB News des Jahres 2021. Ihr denkt euch vielleicht, hör mal, letztes Jahr, da gab es ja lange keine News mehr. Hat vielleicht was mit dem Lockdown zu tun, in der Gemeinde war bestimmt nichts los. Dazu sage ich Fake News. Ja, es war so viel los, dass wir gar nicht jetzt die Zeit gefunden haben, euch immer auf den Laufenden zu halten. Und deswegen dachten wir uns, wir holen das heute einmal nach. Du sagst es, Manu. Bei uns gab es keinen Lockdown, sondern Lock-up. Ihr wisst, dass uns Gott gerade in dieser Zeit eine neue Location mitten im Herzen von Aachen geschenkt hat. Halleluja! Halleluja! Und wir sind eingezogen. Halleluja! Halleluja! Das bedeutet, heute senden wir euch diese News aus unserem neuen Medienstudio. Halleluja! Halleluja! Großartig! Im vergangenen Jahr ist noch sehr viel passiert und das werden wir uns heute mal ansehen. Folgende Themen im Überblick. Großer Umzug, wir sind im neuen Gebäude. Breaking News, die ersten Bücher von Pastor Alex sind auf dem Markt. Das Jahr in Bildern 2020, wir kommentieren unseren Jahresrückblick. Und Ephata, das Jahr 2021, seid gespannt. So lange haben wir davon geträumt und heute stehen wir hier. Manu, Jules, was meint ihr? Bleiben wir hier oder gehen wir doch wieder zurück was? Ins alte Gebäude? Nein, Ruth. So eine Frage brauchst du gar nicht erst so stellen. Können wir das rausschneiden? Wir gehen nicht wieder zurück zum Somonplatz. Auf keinen Fall. Weißt du, was für ein langer Weg das war, vom Somonplatz bis nach hier, Ruth? Naja, das waren ein paar hundert Meter. Ach, Jules, das meine ich doch nicht. Ich meine den langen Weg, die lange Reise, die wir gebraucht haben, überhaupt nach hier zu kommen, ja? Also wir haben ja sehr lange gesucht. Und jetzt endlich haben wir das Gebäude gefunden. Na gut, na das stimmt. Man müsste wirklich jetzt in den Aufzeichnungen gucken, aber dass Pastor Alex davon spricht, dass wir ein neues Gebäude brauchen, ist schon ganz gewiss 6 Jahre. 6 Jahre. Mindestens. Her. Und genauso lange suchen wir auch schon. Ja. Also stellt euch mal vor, 6 Jahre Suche. Und nun haben wir es endlich gefunden. Stay connected. Das klingt wirklich nicht leicht. 6 Jahre. Ich meine, wir haben mindestens 100 Gebäude 100. In Aachen angesehen. Wir kennen mittlerweile jedes Gebäude. Und bei 100 Gebäuden hatten wir mindestens auch 100 Absagen, viel Enttäuschung. Aber dann kam der Anruf von Pastor Alex und er sagt, ich hab's gefunden. Und nun, nur ein paar Monate später, fast forward, sitzen wir hier in unserem neuen Gebäude, dem Inspiration Center in Aachen. Aber viele von euch waren ja noch gar nicht hier, deswegen, was meint ihr? Sollen wir dir mal kurz zeigen, was sich so alles getan hat? Auf jeden Fall. Dann ihr seid mit dabei. Definitiv. Kommt mal mit. Wow, ihr seht, es hat sich schon richtig viel getan hier in unserem neuen Gebäude. Und jetzt noch eine kurze Botschaft an alle da draußen, die es noch nicht geschafft haben, ganz vom Somonplatz mit nach hier zu kommen. Die Türen stehen euch offen, kommt einfach vorbei. Ja. Und hier ist nämlich das Haus des Brotes, hier wird jeder satt. Genau, und wie ihr gerade gesehen habt, gibt es immer noch oder sehr viel zu tun und daher auch noch einiges zu investieren, beispielsweise in Baumaterial oder in die Einrichtung, die ja noch gar nicht da ist. Und wenn du dich gerne an den Kosten beteiligen möchtest, dann findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung einen Spendenlink und die Möglichkeit, dich an den Kosten zu beteiligen. Ja, und wie wir letztes Jahr schon angekündigt haben, wird es eine riesen Eröffnungsfeier geben. Preis sei dem Herrn. Halleluja. Über mehrere Tage hinweg mit erstklassigem Programm, unseren Gästen aus Spanien natürlich, wie immer. Und mit der Segnung des Gebäudes durch unseren Pastor Alex. Und macht euch bereit, es wird phänomenal das werden. Stimmt. Viele großartige Bands und die bekanntesten Worship-Gruppen ganz Deutschlands werden da sein. Uns kann nichts mehr stoppen, weil es muss noch viel passieren gemäß Matthäus 28. So ist es. Und wie du schon sagst, Jules, gemäß Matthäus 28 sollten wir auch alle aktiv sein. Ihr habt es letztes Jahr schon mitbekommen, 15 Leute sollte jeder mindestens zu dieser Eröffnungsfeier mitbringen. Kommen wir nun zum diesjährigen Jahresrückblick. Genau, beginnen möchten wir mit dem Satz, den wir Anfang 2020 in der GOB-Generalversammlung gesagt haben. Der Satz war folgender.
Das Jahr 2020 wird das Jahr der Eroberung. Wir werden das Gebäude erobern, wir werden viele Menschen erreichen, wir werden den Mediendienst erobern und Schwächen erobern. Das ist das Jahr, wo wir konkern. Und einige von euch da draußen erinnert euch bestimmt noch an die Generalversammlung und diesen Satz. Und was können wir sagen? Neues Gebäude? Check. Und mehr Menschen erreicht? Check. Check. Pastor Alex Predigten online? Check. Schwäche erobert? Check. Also, das war wirklich das Jahr, wo wir alles erobert haben. So ist es. Ja, und es ist wichtig, dass wir unsere Segnungen zählen. Wir müssen unsere Segnungen zählen. Viele Christen gucken nur auf die Probleme und nicht auf das, was Gott gemacht hat. Und das möchten wir anders machen. Wir möchten uns anschauen, was Gott in diesem Jahr gemacht hat. Deshalb gucken wir nun gemeinsam den Jahresrückblick. Das Video findet ihr aber auch auf unserem Kanal. Also ihr könnt es auch gerne nochmal alleine anschauen. Viel Spaß! Okay, los geht's. Das Jahr der Eroberung. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Das war das erste Fotoshooting. Ja, damals waren wir noch komplett in den Planung für den Mediendienst. Und da haben wir gedacht, wir brauchen ein bisschen Fotomaterial. Das haben wir noch am Anfang des Jahres gemacht. Hier unser Kindergottesdienst, der erste im Jahr 2020, mit dem Bau einer Riesenrakete. Ja, man sieht, wie eng es ist. Also wir mussten die ganze Zeit im Kreis laufen, haben mit der Rakete auch die Deko mit abgerissen, weil das Gebäude einfach ein Zehntel unseres jetzigen Gebäudes war. Ja. Aber Gott ist gut. Ich meine, wir haben das Beste draus gemacht in dem Gebäude. Die Kinder hatten echt mega viel Spaß. Und wir sind damals in den Weltraum, ne? Das war das, wir ja, waren auf der Suche. Ja, oder nach Berlin. Ja, auf jeden Fall. Also Kinderdienst ist riesig in der GOB-Gemeinde, auch in 2021 geplant. Mhm. Und hier, man mag es nicht glauben, aber wir waren 2020 in Spanien, besser gesagt auf Mallorca. Apropos Spanien, die Medien sagen, das war ein Jahr der Niederlage wegen Corona, aber wisst ihr was, in Spanien explodieren die Gemeinden förmlich. Die benannte Gemeinde in Mallorca muss jetzt 6 Gottesdienste am Sonntag feiern, damit alle kommen können. Und die Gemeinde von Toni ist doppelt so groß. In Sao Paulo ist der Bürgermeister zu Pastor Oliveira gekommen und hat ihn darum gebeten, für ihn zu beten. Ja. Also, lass uns gehen. Das hier waren Aufnahmen, die wir gemacht haben für ein Video, was noch nicht veröffentlicht ist. Und zwar ging es da um Gebet. Sind wir auf die Straßen von Palma gegangen und haben die Leute befragt, ob sie beten, ob sie regelmäßig beten. Und abonniert unbedingt diesen Kanal, damit ihr das Video zu sehen bekommt und dann erfahrt, was die Leute in Palma zu diesem Thema gesagt haben. Das waren die Aufnahmen. Aber irgendwie ist das schon so lange her, ne? Dass wir in Spanien waren letztes Jahr. Ja, aber dass wir überhaupt da waren. Mhm. In 2020, im Jahr der Pandemie, im Jahr der Niederlage. Das war für uns auf jeden Fall ein Jahr der Eroberung. Amen. Hier unsere erste Telefonkonferenz nach Spanien aus dem neuen Gebäude. Mit vielen Zeugnissen. Komplett. Pastor Toni beispielsweise hat gesagt, dass sie ein größeres, neues Gebäude haben und brauchen auch, weil so viele Menschen kommen. Im Zentrum von Tarragona, glaube ich sogar. Von einem Vorort ins Zentrum rein. Und dann ging es natürlich los mit den Livestreams. Ich meine, wir wurden da auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ne? Von einem Tag auf den anderen mussten wir komplett umplanen. Aber Gott ist gut, weil im Endeffekt haben wir jetzt wunderbare Klassiker schon fast, wie 5 Wege zum absoluten Sieg, die online sind und die viele Menschen erreicht haben. Wir kriegen so viele Anfragen von Leuten, die wir selber auch gar nicht kennen, die gesagt haben, okay, diese CD, die muss ich haben, Kontakt aufgenommen haben und so weiter. Und das liegt einfach an dem Wort, was wir da hören können. Wie unter anderem diese Botschaft, Weihnachten ist kein Märchen. Und wie man sieht, hier aus dem neuen Gebäude.
Name ist Pastor Alex. It's always fun. Watch out. Ja, es sind Livestreams, Premieren, Pictures, 40 Predigten von Pastor Alex rausgekommen. Und daneben noch jede Menge Inspiration Center Blogs, GOB News und vieles mehr. Ein Riesenerfolg und der Anfang vom mächtigen Mediadienst von Pastor Alex. Und 2020 hatten wir zwei Autokinos, eine großartige Gelegenheit zusammenzukommen. Und ja, die Besucher waren die Ersten, die die ersten Bilder vom Gebäude gesehen haben. Außerdem hatten wir noch, ich glaube, wir hatten zweimal Autokino, ne? Richtig, zweimal. Noch coole Filme geguckt und es war echt eine super Gemeinschaft. Besonders nachdem wir halt ein paar Monate lang nur die Livestreams hatten. Ja, richtig cool. Ja, und das Ostervideo war, glaube ich, das meistgesehene, ne? Bei unseren Livestreams. 473 Views. Tendenz nach oben natürlich jetzt fürs neue Jahr. Und 89 Abonnenten haben wir gewonnen im letzten Jahr. Watchtime war 1496 Stunden. Und das nur in einem halben Jahr. Mhm. Ja, viele Menschen wurden gesegnet durch das Internet. Dann haben wir unser Gebäude gefunden. Unser Gott ist treu. Amen. Ja, da braucht man dann kein Autokino mehr. Richtig. Jetzt machen wir Kino hier. Richtig. Pastor Alex hat wirklich viel gesucht. Es gab viele Geschwister, die auch gesagt haben, ja, wir gucken mal auf ImmoScout und mal an, auf einer bekannten, Immobilienplattform. Aber Pastor Alex hat wirklich Tag und Nacht gesucht und dann im Endeffekt das Gebäude gefunden. Wir waren aber auch vorher schon auf vielen Besichtigungen. Wir hatten viele Banktermine, viele ja, dann noch Absagen von Gebäuden, obwohl wir eigentlich schon beim Notar waren und viele Geschichten. Ich glaube, beispielsweise am Tivoli hatten wir eins, ne? Richtig. Da beim Chio. Wir waren die Ersten, die dieses Gebäude besichtigt hatten und hatten auch schon den Termin zum Notar. Bis dann kam, tja, da war jemand, der ein bisschen mehr bezahlt. So ist es. Ja, am Chio ist sowieso... ja, das heißt begehrteste Fleckchen hier in Aachen, deswegen, wir waren die Ersten. Ja. Also die Gebete, die sind auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden gefallen. Amen. Wir sind immer viel näher ans Ziel gekommen. Hm. Wir waren zuerst in Pfalz, ne? Ja. Und dann dachten wir, ne, Pfalz ist ein bisschen zu weit weg, dann sind wir Pfalzer Straße, dann immer näher. Und dann waren wir, glaube ich, auch an der Römonder Straße, weil ich ein Inspiration Piper Ja, wurde immer, wir kamen immer näher dran an unser Ziel, also an die Vorstellung. Und ja. Da hat dann halt alles gepasst. Die Gebäude wurden immer schöner, immer besser und ja, immer war es doch ein Nein, und bis wir unser Gebäude gefunden haben. Das ist es. Und jetzt ist es absolut perfekt, mitten in der Stadt, also zentraler geht es an sich Nein. nicht. Ja. Ja, und es ist einfach perfekt auf uns zugeschnitten, das ist einfach großartig. Ja, und man entdeckt auch immer mehr neue Sachen, die man in dem Gebäude brauchen kann, die kommen dann auf einmal. Richtig. Und ja, können wir euch nur sagen, Gott ist treu, egal was du planst, was du vorhast, setz deinen Glauben rein, dann wirst du das auch bekommen. Amen. Neues Gebäude? Check. Amen. Check. Und wie gesagt, viel, viel Gebet, Glauben und Gebet. Das ist das, was Pastor Alex uns immer lehrt. Ja. Das stimmt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, 2020, was die Medien gesagt haben, das Jahr der Niederlage, das Jahr von Corona. Ich meine, was können wir sagen? Das Jahr der Eroberung. Ja, absolut. Wir haben alles geschafft, alles erobert, was wir uns vorgenommen hatten.
Ja, dann ist natürlich viel passiert, als wir das Gebäude hatten und wir hatten unseren letzten... unsere letzten Gottesdienst im alten Gebäude. Und da haben wir uns alles, was nicht nied- und nagelfest war, geschnappt und sind auf zum Neuen. Mhm. Alles musst du mit. Ich meine, wir waren dann ja doch ziemlich lang in dem Gebäude. Wir haben jetzt hier noch die letzten Plakate abgemacht, wir drei. Und mehr davon, von diesen Videos gibt es auch bei der Eröffnungsfeier, wo wir uns nochmal genau angucken, wie die ganze Geschichte des alten bis zum neuen Gebäudes von sich gegangen ist. Und wie ihr hier seht, alles leer, weil wir auf in eine neue Ära. Ja, ihr seht, das wäre so der Flur oder der Vorhof in unserem neuen Gebäude, wo ja. wir früher Gottesdienst hatten. Ja. Und ja, Gott hat einfach riesen Sachen vor, weil sonst würde er uns nicht so ein riesen Gebäude mitten in Aachen geben, wenn er einen Plan damit hätte. Ja. Und wir sind gewiss, dass wir das erfüllen werden, weil es muss einfach. Es steht in Matthäus 28, wir müssen einen Auftrag erfüllen und mit Glaube und Gebet wird uns auch das gelingen. Weil, ja, nicht wir machen das, sondern Gott wird hinzufügen. Mhm. Und wir sind voller Zuversicht auch für dieses Jahr, dass Amen. Viel passieren wird. Viel Arbeit gewesen. Sehr viel Arbeit reingesteckt, ja. Auch ungeahnte Fähigkeiten ja. haben die Gemeindemitglieder entwickelt, auch durch Gottes Gnade. Richtig. Konnten sie auf einmal Heizungen einbauen und Dächer abdämmen. Richtig. Alles Sachen, die nie gelernt worden waren bisher. Richtig. Und dann war es nicht allzu lang, dass wir unseren ersten Gottesdienst im neuen Gebäude feiern konnten. Ja. Ist direkt jemand neu geboren an dem Gottesdienst, was auch schon mal viel bedeutet. Richtig. Ja, wenn man sich das überlegt, direkt gegenüber vom Bahnhof in Aachen, zentraler geht es nicht. Also, wenn du uns besuchen kommst, einfach Station Hauptbahnhof angeben und schon stehst du bei uns vor der Türe. Ja. Richtig. Wir werden auch bald Aachen zuplakatieren, also kannst du es bald sowieso nicht mehr verfehlen. Weil egal was passiert im neuen Jahr, wir werden aufmachen und Aachen wird sich auch aufmachen, Ephata. Amen. Wenn wir den nächsten Jahresrückblick machen, dann werden wir dazu viel zu sagen haben. Richtig. Hallo, richtig. Und ich freue mich sehr auf unseren ersten Gottesdienst hier in diesen Räumlichkeiten. Ja, die zweite Telefonkonferenz mit unseren Brüdern und Geschwistern in Spanien und Brasilien. Mhm. Da hatten wir nochmal richtig auch für Europa gebetet bei dieser Telefonkonferenz. Und waren wirklich alle eingeschaltet, wie ihr schon seht. Unsere Partner aus Spanien und aus Brasilien. Man ist verbunden, weil egal an welchem Ort man ist, durch Gottes Geist ist einfach eine Verbindung da. Mhm. Ja. Und auch in der Gemeinde in Mallorca, die ist richtig angefeuert. Mitglieder von dort, wo Pastor Alex da war im letzten Jahr, schreiben immer noch Briefe. Und genau. Und die Medien sagen halt auch immer so Sachen über Spanien, dass da nur Niederlage ist und dass alles kaputt ist. Aber wir können nur sehen, im Gegenteil. Spanien ist komplett explodiert, die Gemeinden dort, die
Die eine Gemeinde in Mallorca muss sogar 6 Gottesdienste jetzt feiern anstatt einen, weil die gar nicht alle Leute in einen Gottesdienst unterkriegen. Ja. Gott arbeitet massiv. Ja. Überall. Preis sei dem Herrn. Okay, richtig cool, dass wir uns den Jahresrückblick nochmal gemeinsam angeguckt haben, aber eine Sache ist gar nicht enthalten, weil das war wirklich der Meilenstein, den wir noch sozusagen auf der Zielgeraden des Jahres 2020 erreicht haben. Geschwister, die ersten Bücher von Pastor Alex sind auf dem Markt. Es sind einmal Dankbarkeit, einmal Hoffnung und das ist einfach großartig, dass wir die letztes Jahr noch veröffentlichen konnten. Und obwohl wir eigentlich noch gar nicht unsere offizielle Launchparty hatten, obwohl wir die ganzen Marketing-Vertriebskanäle noch gar nicht richtig aufgedreht haben, ist trotzdem schon die Erstauflage so gut wie ausverkauft. Mhm. Ja? Viele von euch haben zum Beispiel das Buch Hoffnung zu Weihnachten verschenkt und ich finde, das steht ein bisschen sinnbildlich für das ganze letzte Jahr 2020, denn trotz Corona, trotz den ganzen negativen Berichterstattungen, trotz den Maßnahmen, die auch teilweise sehr stark gegen Christen gerichtet waren, haben wir trotzdem Hoffnung in die Welt gebracht. Ja? Und dafür möchten wir dir, Pastor Alex, nochmal herzlich Dankeschön sagen. Vielen Dank. Und wenn du die Bücher noch nicht hast, dann können wir sie dir wirklich empfehlen. Schau doch einfach mal im Online-Shop von Pastor Alex vorbei und bestell sie gleich heute. Du wirst es nicht bereuen. Dort in diesem Shop gibt es auch noch viele weitere coole Artikel, wie zum Beispiel diese Tassen, die dem einen oder anderen vielleicht schon mal in einem Livestream aufgefallen sind. Einfach unter pastor-alex.de/shop vorbeischauen. pastor-alex.de/shop. Wow, gibt's ja voll coole Sachen. Bestellst du mir eine Tasse mit? Ja, möchtest du die haben, die Inspiration? Die. Ja. 2020 war für uns ein großartiges Jahr, denn wie Pastor Alex uns gelehrt hat, das Leben eines Gerechten ist wie der Sonnenaufgang. Es wird heller und heller und heller. Wenn es so hell wird, Ruth, gibt es denn hier auch in dem Online-Shop Sonnenbrillen oder so? Weil ich glaube, wenn es so hell wird, dann müssen wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Das stimmt wohl. Ja, aber mal nur eine Sonnenbrille. Ich glaube, wir brauchen das, was die Astronauten haben, diese Sonnenvisiere. Oh. Ja, das weiß ich nicht, ob sie das im Shop haben. Ja, also unser Shop sollte das schon. Ich meine, das wäre eigentlich cool, wenn wir so. Das, voll das stimmt, denn 2021 wird vor Herrlichkeit strahlen. Erst einmal, wenn wir unser wunderbares Gebäude fertig bauen. Ende Januar werden wir mit dem Umbau so weit fertig sein, dass wir mit der Inneneinrichtung beginnen können. Eine riesengroße Bühne wird es geben und eine lange Theke. An der Theke wird es einen Infostand geben, wird es eine Bar geben mit Snacks und Getränken und natürlich auch einen Shop mit den Artikeln von Pastor Alex. Außerdem werden wir einen hochmodernen Technikbereich haben für unsere Lichttechnik, Tontechnik, für den Videobereich und alles, was dazugehört. Und nicht zu vergessen auch einen separaten Raum für den Kinderdienst. Ja, und wer einmal in diesem Gebäude gewesen sein wird, der wird nicht mehr gehen wollen. Mm-mm. Okay, das ist ja alles super, aber wie ist das mit dem Geistlichen? Wir haben hier ein super Baufundament, aber das geistliche Fundament muss natürlich auch stimmen. Wie viele Stockwerke können wir denn auf das Fundament der Gemeinde bauen? Ja, Jules, da sind wir wieder bei dem Thema der Säulen. Ihr erinnert euch, wir brauchen richtig gute und starke Säulen. Und die Säulen, die seid ihr. Ja. Damit unser Haus nicht zusammenkracht. Ich erinnere mich an die Bauklötze von Jeremia. So darf das nicht sein. Das Haus muss richtig stark sein. Und da reicht es nicht, dass der Pastor und die Gemeindeleitung gute Säulen sind, sondern ihr seid auch gefragt. Auf jeden Fall. Um starke Säulen zu haben, auch im nächsten Jahr, werden wir richtig durchstarten mit den Lehren. Jetzt schon bald wird es Lehren und Klassen geben, wie zum Beispiel Gebet, Neugeburt, Charakterbildung, damit wir perfekt für den Dienst ausgebildet werden. Und wir gehen natürlich nach draußen. Der Mediendienst von Pastor Alex wird 2021 explodieren. Halleluja! Es sind 20, lasst euch das mal auf der Zunge vergehen, 20 Bücher geplant. Und Pastor Alex wird regelmäßig Shows haben und Programme mit den Pastoren aus Spanien. Das Evangelium muss raus. Die Menschen, die warten drauf. Ja, und deswegen ist der Fokus im kommenden Jahr auf Gebet und Evangelisation. Weil ohne Gebet passiert natürlich nichts. Wir werden nächstes Jahr sehr viel beten und auch das Gebetstreffen mittwochs werden wir wieder richtig aufleben lassen.
digital. Und wenn das Gebäude fertig eingerichtet ist, werden wir die Stadt zuplakatieren. Jeder in Aachen muss wissen, das Inspiration Center hat eröffnet. Wir werden die Stadt überfluten mit Werbung. Ob in der Zeitung, ob Werbung am Bahnhof, mit den Citylight-Plakaten oder den großen Bildschirmen in Aachen, im Radio, im Fernsehen. Jeder, aber auch wirklich, wird Bescheid wissen und das Inspiration Center kennen. Jeder? Wirklich jeder. Ja, in diesem Gebäude werden wir nicht nur unsere Gottesdienste haben und unser Gemeindeleben wird dort stattfinden. Dieses Gebäude ist das Inspiration Center. Hier kann jeder hinkommen. Im Inspiration Center ist immer was los. Und an jedem Wochenende wird es eine Veranstaltung geben. Und wir werden in diesem Jahr auch auf jeden Fall wieder nach Spanien fliegen. Es wird kein Jahr vergehen, wo wir nicht in Spanien gewesen sein werden. Und dort in Spanien warten die Pasteuren schon sehnsüchtig darauf, dass wir sie nochmal besuchen, ob in Cambrils, Barcelona, Mallorca. Denn die Gemeinden in Spanien, die wachsen. Trotz Corona, lass mich das korrigieren, im Gegenteil, gerade wegen Corona fließen die Menschen nur in Strömen in die Kirchen dort. Und der Kinderdienst wird im Jahr 2021 richtig stark und kreativ aufgebaut. Amen. Unsere Kinder haben richtig Freude hier im Gebäude. Also wartet erstmal ab, wenn es hier richtig losgeht mit den ersten Kindershows. Halleluja! Und habt ihr gehört, dieses Jahr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit unter dem Motto, welches Pastor Alex über dieses Jahr ausgerufen hat, nämlich Ephata. Ja. Und be open and release, also auf Deutsch, sei offen und sei freigesetzt. Und wenn du dich jetzt fragst, Ephata, das klingt für mich weder Deutsch noch Englisch, ja, dann solltest du dir unbedingt einmal die Pastor Alex Predigt zu dem Thema anschauen. Und du weißt, das Leben ist geistlich. Pastor Alex erklärt in dem Video genau, was Ephata bedeutet. Das Video kannst du dir hier angucken. Und falls du noch richtig in dieses Jahr mit einem guten Bekenntnis starten möchtest, dann klicke auf dieses Video hier und kannst es auf jeden Fall auch mit jemandem aus deinem Umfeld teilen. Also Freunde, das war eine Anweisung zur Evangelisation. Also lasst das brennen!